Ja, hallo. Kaum ist die letzte Hitzewelle vorbei oder fängt sie wieder an, ich weiß es nicht. Hitze ist die größte akute Gesundheitsgefahr, die sich aus der Klimakrise ergibt. Kommt auch schon die nächste Nachricht und zwar, es riecht nach Herbst. Denn in den Kläranlagen ist anscheinend ein leichter Anstieg an Corona irgendwas drinnen. Und deswegen bemüßigt sich der ORF und andere Medien, wieder mal darüber zu sprechen und uns vorzubereiten auf das, was kommen könnte. Ich halte das alles nicht mehr aus. Hitzewelle, Corona-Welle, die nächste Welle, die neue Welle, 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 Welle. Ha? Ja, liebe, liebe, liebe. Schau mal rein. Seit Ende Juni ist die Krankheit Corona bzw. Covid nicht mehr meldepflichtig. Die Virenbelastung ist nur noch in 48 Kläranlagen österreichweit nachweisbar. Dort zeigt sich aber ein leichter Anstieg. Expertinnen und Experten rechnen nun mit einer neuen Herbstwelle. Um rechtzeitig reagieren zu können, gibt es ein neues Online-Frühwarnsystem für schwere Atemwegserkrankungen. Egal ob Corona, Influenza, akute Bronchitis oder das RS-Virus, wie viele Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen stationär im Spital sind, ist im sogenannten SARI-Dashboard im Internet abrufbar. Für jedermann einsehbar sind die einzelnen Erkrankungen aufgeschlüsselt, auch nach Alter, Geschlecht und Bundesland. Ja, ich denke, das ist der richtige Schritt, nämlich primär mal den ausschließlichen Fokus von Corona auch auf andere Atemwegsinfektionen zu lenken, ab dem mehr oder minder der Diagnose. Eines Atemwegsinfekts und einer stationären Aufnahme kann ich damit schon mehr oder minder Zahlen relativ schnell berichten und reporten und damit auch letzten Endes reagieren im Hinblick auf Verhaltensmaßnahmen. Das neue Tool soll die Meldepflicht bei Covid-Infektionen ersetzen, die mit Ende Juni gefallen ist. Derzeit geben nur Abwasseruntersuchungen Aufschluss über das Infektionsgeschehen. Hier zeigt sich wieder ein leichter Anstieg. Mit Schulbeginn wird erneut eine Herbstwelle erwartet, wenngleich. Derzeit gibt es weltweit keinen eigentlichen Hinweis darauf, dass wir jetzt irgendeine Variante mit besonderer Sorge betrachten müssen. Es gibt einen relativ konstanten Verlauf. Wir wissen immer, dass mit dem Einkehren der kühleren Jahreszeiten auch klassischerweise die Atemwegsinfekte wieder zunehmen. Das heißt, wir werden hier zwingend auch ein Ansteigen von Corona-Zahlen, aber eben auch von RSV oder auch Influenza sehen. Für September wird ein neuer, angepasster Omikron-Impfstoff erwartet, der vor allem für Personen mit Vorerkrankungen und ab 60 empfohlen wird. Und für das besonders für Kinder gefährliche RS-Virus steht ein Impfstoff kurz vor der Zulassung. Naja, fangen wir gleich hinten an. Es gibt jetzt bald einen neuen Impfstoff, einen angepassten ab September für Menschen mit Vorerkrankungen. Also die, was vielleicht jetzt schon ein Herzbauschen haben oder Probleme. Geht sicher. Wurscht. Egal. Testen Sie das jetzt eigentlich anders, diese Impfstoffe, weil jetzt hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Was? Jetzt muss man diese ganzen Studien mit oder Tests bei Menschen ja nicht mehr ineinander schachteln, sondern hat man mehr Zeit, den Impfstoff zu entwickeln, oder geben Sie immer noch so Gas? Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Regel eine Impfstoffentwicklung nicht ein oder zwei Jahre dauert, sondern in der Regel ungefähr mindestens 10 Jahre in Anspruch nimmt. Ein kurzer Zusatz, ich bin Berufsoptimist. Ich glaube daran, dass wir in den ersten Monaten des nächsten Jahres einen Impfstoff haben werden. Das ist die große Frage natürlich, weil vorher war es ja so, dass diese Impfstoffe nur deswegen zugelassen waren, weil es eine Notfallzulassung war, die darauf quasi fußt, dass es kein anderes Medikament gibt, das quasi existiert. Jetzt ist die Frage, ob das immer noch so ist, dass man immer noch Notfall zulassen kann oder man sagen kann, naja, es gibt jetzt andere Medikamente, die jetzt auch zugelassen sind. Wer weiß das schon so genau? Das sagen sie uns nicht. Man, auf das wollte ich ein bisschen aussehen. Was, wer weiß das so genau? Ja, wäre wichtige Info gewesen in diesem Bericht. Nein, haben sie uns nicht gesagt. Aber sehr lustig, was ich immer gedacht habe bei dem Bericht jetzt, das haben sie nicht vor 2-3 Jahren so berichten können, wo der Arzt da sitzt und sagt, naja, schaut's her. Ja, ich denke, das ist der richtige Schritt, nämlich primär mal den ausschließlichen Fokus von Corona auch auf andere Atemwegsinfektionen zu lenken. Jetzt haben wir im Sommer, jetzt kommt der Herbst und der Winter und aus Erfahrungen wissen wir, dass viele Atemwegserkrankungen, darunter Corona, Influenza, SRA-Viren, dass diese Zahl steigen wird und deswegen sollte man da genauer hinschauen vielleicht. Und woran habt ihr das erkannt, dass es gefährlich ist? Wie war es denn vorher? Hatten wir das nicht letztes Jahr auch schon? Ist das überhaupt was Neues?
Aber na, überleg, wie er es gesagt hat, ganz ruhig, wie ein Arzt. Und stellt euch, könnt ihr euch nur erinnern, wie das war vor 2-3 Jahren? Panik, um Himmels Willen, und die Zahlen, und es steigt, und dort. Und ich möchte noch mal kurz an Bergamo erinnern, weißt schon, jeder hat die Bilder im Kopf, die Bilder haben sich eingebrannt. Das hat sich eingebrannt, und deshalb war es möglich, diese Radikalität auch an den Tag zu legen. Und da sitzt jetzt der Arzt und sagt, macht euch keine Sorgen, und das steigt jedes Jahr, wir wissen das, dass das steigt, und ja, wir bereiten uns darauf vor, und die Sache ist erledigt. Der König ist nackt. Ja, aber du sagst das eben, wir bereiten uns darauf vor, hat mir tatsächlich einen leichten Bauchschlag verpasst. Ja, das muss heißt weil das, gell? Die Strategie, die ich aus diesem Bericht zum Beispiel heraushöre, ist, wir haben ein neues Dashboard, das anders heißt. Um rechtzeitig reagieren zu können, gibt es ein neues Online-Frühwarnsystem für schwere Atemwegserkrankungen. Das sich auf mehrere Krankheiten ausweiten lässt, also verschiedene Atemwegserkrankungen. Und aus diesen Daten, die man dann berichten kann, kann man dann auch Einschränkungen einfordern. Ja. Und für mich heißt es dann... Man bereitet sich darauf vor, was heißt das? Ja, natürlich. Ich bin froh, dass wir als Bundesregierung gemeinsam uns darauf verständigt haben, dass es 3 klare Maßnahmen für ganz Österreich gibt. Nämlich den Mund-Nasen-Schutz, dass nur noch sitzende konsumieren in der Gastronomie, und zum Dritten eine Beschränkung auf 10 Personen. Naja, für mich heißt es dann so, früher war es so, dass es eine Krankheit war, die das Gesundheitssystem zerstört hat. Jetzt nehmen wir gleich ein paar mehr, ja, damit auch mehr, dass die Zahlen auch höher sind. Theoretisch natürlich nur, ich kann das nicht beeinflussen, ich weiß es auch nicht, ich bin ja auch nur ein Dodel. Aber nur jetzt rein rechnerisch, weil ich mag Zahlen. Du nimmst einfach nur mehr Krankheiten, du nimmst nur mehr Daten. Wir haben vorher gehört, 95% der Krankenhäuser. Und auf dem kannst du dann als Bundesregierung, WHO, Gesundheitsbehörde... Könnte passieren, du hast recht. Könnte man dann sagen, ihr seht doch jetzt die Daten. Ich meine, von der Kläranlage will ich gar nicht reden. Und deswegen können wir jetzt etwas zusperren, etwas aufmachen, etwas beschränken, etwas vielleicht verschreiben. Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Ja. Und das ist das, was ich da ein bisschen außerher, wo man denkt so, ja, sicher, da hat der Arzt gesagt, das kommt jedes Jahr, aber jetzt kommt es halt systematisch und auch breit, weißt, breit gedacht. Ja, aber das wäre schon davor gut gewesen, weißt, das meine ich mit der Kommunikation, ich meine, ich gebe da recht, man könnte jetzt sagen, da, schau, wir haben ein neues Dashboard, weil sie sind nicht mehr meldepflichtig, und da sieht man jetzt, dass das Krankenhaus überfordert ist oder die Krankenhäuser wieder überfordert sind und wir müssen jetzt in Lockdown oder wie auch immer. Könnte uns passieren. Ich will nicht mehr. Seien wir uns ehrlich, das war ja dasselbe, dass im Herbst eine Welle kommt und dass die Krankenhäuser überfordert sind. Die Krankenhäuser waren davor auch schon überfordert. Ja? Dass das Ziel des Gesetzgebers durch die Impfpflicht, nämlich der Schutz des Gesundheitssystems, ein legitimes ist. Und was mich so wundert ist, du sagst das, es wird die Krankheiten werden jetzt so zusammengezogen, das sind Atemwegsinfektionen. Ja, aber was denn? Kannst du dich erinnern, wenn du gesagt hast in der Pandemiezeit, ja, das ist ein Virus, das ist so wie eine Grippe. Nein. Ich stelle mich bedingungslos vor die Wissenschaft, wenn sie attackiert wird, in Frage gestellt wird und ad absurdum geführt wird. Bist du wahnsinnig? Du kannst ja nicht das mit der Grippe vergleichen. Du bist ja ein Schwurbler, du bist ja ein Hirni. Bist du, wenn du eine Atemwegserkrankung in den Topf der Atemwegserkrankungen reinlegst? Ja, das ist ja verrückt. Das geht nicht. Das ist ja ganz was Neues. Und da wundert es mich halt auch bei dem Bericht, dass sie halt sagen, die neue Welle. Was ist die neue Welle? Das ist natürlich, das ist was Mystisches. Das ist was ganz was Neues, das ist was Gefährliches. Katastrophe! Ich frage mich ja immer noch, wir haben ja die 2-3 Jahre auch so drüber geredet, keiner sagt da, wie du gesund werden kannst oder wie du dich so gesund ernährst oder ein gesundes Leben führen kannst, nee, dass du diese Welle überlebst. Das sagen sie da ja auch nicht. Auf die Scheiße heute, ehrlich gesagt. Ja, nein. Sondern einfach gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, da gibt es irgendein Dashboard und es funktioniert sicher super, dieses Dashboard. Der Lukas hat sich vorher angeschaut, schaut sich euch selber an, das ist top. Ja? Ja. Da kann man irgendwas aus- und einschalten. Da kennst du sofort aus und du merkst sofort, das hat irgendein Trottel programmiert, vielleicht sogar von der SPÖ. Sei vorsichtig, was sagen kannst. Sei vorsichtig. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, was für mich halt auch noch ein bisschen drinnen war, ist die ganze Sache auch mit der Kläranlage. Sie haben ja auch überlegt, dass sie das mit der Kläranlage lassen. Hätten sie das gelassen, würden wir das jetzt nicht wissen. Ja, muss man natürlich auch dazu sagen, ja, ja, wo wir auch wieder bei den Daten sind. Wie war es denn vorher?
Hatten wir das nicht letztes Jahr auch schon? Ich meine, ich stelle es mir ja trotzdem schwierig vor, wie man da jetzt da den Schnelltest in die Scheiße reinhält, aber das einmal anderweitig. Trotzdem kommt mir vor, dass es halt wieder Adern hinten nach, für alle, die eine Vorerkrankung haben, haben wir jetzt was Neues, macht euch keine Sorgen. Und alles, was davor quasi geredet wurde, wurde dann vielleicht von den Konsumenten wieder vergessen, weil das ist für mich eine Vorbereitung auf das, dass unsere Bundesregierung wieder einkauft. Und auch dafür möchte ich mich im Namen der Regierung bedanken. Oder einkaufen darf. Ja, Sie müssen ja einkaufen, bitte. Der alte, schlechte Impfstoff ist ja schon lange abgelaufen. Ist so. Ja, und weggeschmissen und da komplett Geld verbrannt worden. Ja, sicher. Ich wäre dafür, dass sich ab jetzt dann einfach jeder wieder selber um seine Impfungen und um seine Gesundheit kümmert. Aber das ist halt auch die Sache und da machen wir vielleicht jetzt einen ganz kurzen Ausflug zu den Hitzetoten. Mehr wie Covid-Tote im Übrigen, ja, sei auch noch dazu erwähnt. Weil für mich ist es nämlich sehr, sehr spannend, auch was du schon gesagt hast, wie kann ich das überleben, wie kann ich gesund sein? Und bei den Hitzetoten ist es ja so, es ist ja nicht so, dass du rausgehst und du bist sofort tot, sondern du hast das Problem, dass du vielleicht mit der Hitze falsch umgehst, nichts trinkst, nicht in den Schatten gehst, wie auch immer. Und genau bei dieser Berichterstattung ist es auch wieder so, da kommt was, das ist so, aber wir haben was zum Verkaufen, deswegen haben wir es jetzt auch da. Ja, 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 klar. Und da gibt es keine gesunde Ernährung, Sport, irgendwas. Irgendwas. Dosenbier saufen. Nix. Nein. Aber das wäre, wie gesagt, in unserem System ist es so, dass wir jetzt nicht präventiv irgendwas machen, sondern einfach nur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagen, wir haben unten eine Kamera hingestellt, damit man weiß, wo das Kind ist, aber wir retten es nicht. Wir retten es nicht. Da schaut es hin, da schaut es hin. Und wir zäunen den Brunnen auch nicht ein. Sondern ja. Das ist die Kommunikation. Wir versuchen nicht Gefahren abzuwenden, sondern wir versuchen Gefahren, wenn sie dann passieren, gut zu dokumentieren, dass alle gleichzeitig Angst haben. Wenn wir an die Pandemie zurückdenken, dann ist uns plötzlich klar geworden, und der Spruch ist ja auch berühmt geworden, no one is safe until everyone is safe. Ja, richtig gesagt. Und einmal ganz kurz noch darauf angesprochen, auf die Kläranlagen, da sieht man ja die Diskrepanz in dieser Sache. Nur wenn man sucht, findet man. Ja, ja? Sicher. Und die Kläranlagen, da steigt es jetzt wieder und im Krankenhaus sieht man es. Ja, aber das war ja unser Problem, dass jeder testet hat oder testen hat müssen, wenn er in die Arbeit geht. Ja. Jeden Tag. Jeden dritten Tag, kommt darauf an, wie es in der Arbeit war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Gott sei Dank. Denken Sie nur daran, dass dieses Land mittlerweile beinahe Weltmeister beim Testen ist, international Vorzeigeregion, Modellregion, was das Testen betrifft. Oder ins Restaurant mit dem grünen Pass oder wurscht wohin, in jede Veranstaltung hast du müssen testen. Die Leute haben Angst gehabt, dass du es nicht wissen, du musst dich testen lassen und ich werde schon merken, wenn ich krank bin, das ist spät, da hast du wieder alle angesteckt. Ja. Und da, das sieht man jetzt, ja, wo ich mir denke, ja, wo hat man früher gesucht? Wo waren das? Wie sind sie denn da damals draufgekommen, dass das so steigt? Ja, weil es Testweltmeister waren. 300.000 Testungen am Tag mittlerweile. Ja, das ist eine ziemlich tolle Entwicklung. Und was man halt auch sieht, schon langsam denke ich, dass die Bevölkerung draufkommt, dass Atemwegserkrankungen eben jedes Jahr kommen, in Wellen und schon langsam wieder damit umgehen lernen, dass es solche Krankheiten gibt. Und umgehen lernen, dass halt alte, kranke Menschen sterben, so laut man das auch tut. Ja, ja. Sicher. Und mittlerweile ist halt keine Panik mehr da, ja, und Maskenhysterie und sonst irgendwas. Jetzt sagt man, ja, es geht was um. So wie vor 5 Jahren. Und sagt, ja, da geht was um, ja, muss man aufpassen. Ja, fertig, weißt. Und da wünsche ich mir, dass das auch so bleibt, ja, dass man, und man muss die Krankheit nicht leugnen, überhaupt nicht. Man kann sagen, da ist eine, gewisse Menschen sind da betroffen oder gefährdet. Und auch bei einem Medizinprodukt, wenn man das nicht aufzwungen wird, ja, dann ist das was ganz anderes. Dann ist das was anderes. Es wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Dann kann man sagen, schau, da gibt es ein Produkt, ihr könnt es sich selber aussuchen, ja. Und verwendet das, wenn ihr wollt, redet mit eurem Arzt. Aber überlegt diese Werbungen auch. Du musst, es ist sicher, du musst, wir werden alle sterben. Damit die Gemeinsamkeit wieder sicher ist, lassen wir uns. Und da hoffe ich, das, was du gemeint hast, so weit kommt es nicht mehr. Hoffentlich, ja? Hoffentlich. Und hoffentlich kommt es auch mit den Hitzetoten nicht so weit. Aber gut,
Jetzt haben sie es wieder in den Nachrichten gebracht und wir können uns jetzt entscheiden zwischen wir testen Scheiße oder wir finden Testen Scheiße. Und was ihr davon hält, könnt ihr uns jetzt in die Kommentare schreiben. Wir können uns einen von diesen zwei Varianten einfach mal berichten, weil berichten ist wichtig, damit wir auch wissen, gell? Daumen nach oben ist auch sehr schön, Daumen nach unten vielleicht, je nachdem, was dem ist, eine offene Diskussion hier. Aber abonnieren ist immer noch gratis, macht es auf jeden Fall und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Wiedersehen. Bussi Baba. Servus. Mensch, mich die Zeit und nicht als Leich mich die Stirn. Weil es ist zum Speien, es ist zum Kotzen und zum Rehren, wenn man sieht, dass die Leute auf ihren vierten Stepatheke. Es ist doch ganz was anderes, das ist. Geht sicher.